Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, pass auf ein Wort. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Detlef Rüsing hier aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Wir haben das Jahr 2021, Januar 2021. Und wie immer, wie auch im letzten Jahr, zu Beginn eines Monats immer unsere Serie Auf ein Wort. Ein kurzer Rückblick auf den letzten Monat, dass wir berichten von dem, woran wir gerade sitzen und natürlich und am wichtigsten das, was Sie diesen Monat von uns erwarten können, also im Januar. Wir arbeiten komplett im Homeoffice, das ist einfach auch wichtig. Das heißt, wenn Sie uns erreichen wollen, schreiben Sie uns Mails oder ähnliches. Wir sind im Büro relativ selten zu erreichen, wirklich nur, um mal eben nach Post zu schauen oder ähnlichem. Ansonsten arbeiten wir komplett im Homeoffice. Was ist gewesen im letzten Monat? Aufgehört haben wir mit unserem Weihnachtspost, wo wir ein bisschen das Jahrrevue passieren lassen haben. Es hat im Dezember 2020 noch ein kritisches Glossar gegeben. Da ging es um Implementierung und wie die Rahmenbedingungen für Implementierung sind, wie der Kontext sein muss. Wir haben uns über E-Learning, der Kollege Hensel hat einen schönen Artikel über das E-Learning bei Pro und Contra geschrieben und es gab natürlich Post aus dem DNKP. Woran sitzen wir jetzt gerade? Wir arbeiten natürlich an der Planung für dieses Jahr. Wir haben diesen und die nächsten 3 Monate bereits mit Videos und Ähnlichem geplant und sitzen jetzt an der Produktion. Wir überlegen natürlich mit unserer Dialogakademie, wir hätten die ersten Seminare, sogar Präsenzseminare bereits im März. Auch das müssen wir wahrscheinlich wieder in den Herbst verschieben. Ich melde mich dazu aber alsbald. Abonnieren Sie unser Newsletter Neues aus der Dialogakademie und auf allen Kanälen werden Sie aber darüber auf dem Laufenden halten, wie jetzt unsere Seminare stattfinden werden. Ich schaue mal gerade noch mal nach. Ja, es werden auch weitere neue Seminare geben. Es wird Online-Seminare geben. Also schauen Sie sich einmal um auf unserem Blog www.dzla.de. Was erwartet Sie jetzt im Januar 2021? Es sind ja nur noch 2,5 Wochen. Es wird übermorgen einen neuen DNKP-Post geben aus dem Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, wie immer am ersten Donnerstag im Monat. Es gibt ein neues kritisches Glossar zum Thema Empathie. Das macht der Christian Müller-Hergel. Empathie ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Konzept, gerade in der personenzentrierten Pflege. Ich selber mache einen neuen Lichtblick. Ich habe eine spannende Studie, schon ein bisschen älter, gefunden, wo es um die Ganzkörperpflege und um das Baden geht. Sehr praktisch und trotzdem wissenschaftlich sehr begründet, lassen Sie sich überraschen. Und natürlich wird es am letzten Donnerstag diesen Monats wieder das Dialogzentrum zum Mitnehmen, das DZL Art to Go, unseren Podcast Wissenstransfer mit AI geben. Also, das war es jetzt in Kürze. Wir freuen uns drauf, jetzt endlich wieder loszulegen. Schauen Sie auf unserem Blog. Mittlerweile haben wir ein großes Wissensmagazin dort, wo man sich stundenlang aufhalten kann. Wir werden jetzt aber auch, ich insbesondere, die Zeit nutzen, auch viele Kommentare von Ihnen zu antworten. Wie gesagt, ich war ja auch im Urlaub. Wir werden auf Kommentare antworten. Es gab mehrfach jetzt Hinweise bezüglich unseres Layout und unseres Contents und ob Dinge gut zu finden sind oder nicht. Wir überlegen, ob wir einen Relaunch machen der Homepage und arbeiten jetzt daran, dass sie vielleicht etwas leichter zu durchschauen ist. Denn das ist die Rückmeldung, die wir von Ihnen zum Teil bekommen haben. Und das nehmen wir natürlich sehr ernst. Ansonsten sind wir weiterhin auf Facebook, auf YouTube, auf Twitter. Wie sagen das immer die YouTuber so schön? Teilen, liken, erzählen Sie von uns, erzählen Sie vor allen Dingen anderen von uns, die unseren Blog noch nicht kennen. Setzen Sie sich mit unseren Inhalten auseinander, schreiben Sie uns. Jetzt geht es wieder los. Trotz aller Widrigkeiten, trotz dieser schrecklichen Corona-Geschichte, freuen wir uns alle auf das Jahr 2021, hoffentlich mit Ihnen zusammen. Also, bis bald. Tschüss, Ihr Detlef Rüsing. Auf ein Wort.